Ein neuer Tag und mit neuer Kraft starte ich in Elden Ring. Das war alles ein bisschen tricky letztes Mal. Wo wir vielleicht das Scheißgebiet jetzt hinter uns lassen. Das war mal, für das auch nicht weit ist, nicht viel, ganz schön gestruggelt. Mal gucken, wie es jetzt wird, wo wir jetzt hier weitergehen. Machen wir uns mal die Laterne an, mit höher sehen. Sammeln hier was Schönes ein. Schmiedestein 6. Ich habe es hier nicht bemerkt, die bestimmt da hinten die ganze Zeit irgendwelche Geister beschworen, während sie hier im Busch sitzt. Werden schon fleißig andere Sachen beschworen. So, wo gehen wir denn jetzt hier lang? Runtergesprungen. Kann ich auch ganz gut ignorieren. Ich auch Schluss mit den anderen Kollegen. Hier ist noch irgendwo eine blöde Schnecke. Ja. Ist noch was, ich hier runterfalle. Hier ist aber total cool, diese Ideen von den Schnecken. Welchen Weg gehen wir jetzt zuerst? I don't know. Über den hier mal zuerst. Was ist, wenn hier nicht runterfällt? Ich habe ganze Zeit Panik davor. Ja, komm halt her. Au. Was? Was ist das für ein Scheiß? Spul mal da hinten einen Shit rum. Wie komme ich in das Haus? Da eine Ebene tiefer. Passiert. Irgendwie hoch? Nee. Das war schon wieder knapp. Okay. Ich wollte da oben hin. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal. Wenn bin ich nicht abgestürzt. Sollte mich lieber darüber freuen. Ja, das ist eine Leiter. Ganz übersehen.
Puh. Die es ja auch schön finden. Ich habe überlegt, dass der. Okay, der ist ja ein bisschen eklig wiederum. Dass der ja gerade hier gewohnt hat. Oder wenn man das Wohnen nennen möchte. Weil er war halt hier, bevor ich ankam. Eigentlich ist er hier total nett. Ich finde das ästhetisch sehr ansprechend. Was Ruhiges. Und dann wohnt er hier. Vielleicht. Und dann komme ich und mache alles kaputt. Oder der kriegt ja schon gar nichts mehr mit, der alte Pilzkopf. Das mag mit den Grünen hier noch gar nicht. Was mit Ausdauer? Erhöht die maximale Ausdauer deutlich. 22, ist echt nicht schlecht. Wir nehmen mal 11. Ja, kriegen auch hin. ...66 Lebenspunkte kriegt man dazu. Die Tür ja auf. Hey, wo ist denn der wieder da? Gar nicht gerastet gerade, oder? In der Nähe. Irgendwo ist hier ein Skarabäus. Versteckt. Geht's weiter? Was denn, wenn ich hier hochgehe? Ist da was Interessantes? Geht's dann wieder zurück? Ja. Sag mal, wo ist denn das? Ihr hört das doch auch. Sehe ich schon bekloppt. Ihr hört die Stimmen doch auch. Gespräch. Ah, hier drin ist das. Jetzt bringen wir, kann ich natürlich einfach verhauen. Das sehe ich auch nicht ein jetzt. Jetzt habe ich es extra ein bisschen früher gemacht. Okay, keine Ahnung. Das will nicht so richtig. Ja, ein bisschen zu früh. Das war zu spät. Versuch. Spät. Okay. Das Zeitfenster ist relativ klein für diese. Weiß ich nicht. Ist nicht so viel. Okay.
geraten, das zweite Grad. Das ist aber eher, weil ich jetzt sie schon ein paar Mal gesehen habe, aber es ist vielleicht auch manchmal so, wenn man, ich finde, wenn man genau drauf wartet, dass die Animation wirklich von alleine startet, dann ist es ein bisschen spät. Zu langsame Reaktion. Und wenn man das, die Animation dann kennt, ein bisschen erwartet, dann geht es ganz gut. Aber wenn man so aus dem Nichts praktisch nur drauf guckt und wartet, wann startet er seine Handbewegung? Schwierig. Ich finde noch irgendwas. Ich überlege gerade, eigentlich haben wir da alles abgegrast. Moin. Noch eine. Nein, 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 nein! Jetzt macht diesen Schritt. Sind die Kamera nach links geschwenkt durch den Lock-On. Das war nicht gut. Oh, so großzügig gleich. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der mich einfach one-shottet. So viel dazu. Oh Gott, ey. Eine Shotgun. Mehrere. Eine Shotgun und Dauerangriff. Einfach mich verarschen. So ein Scheiß. Da überhüpfen irgendwie. Nee. Durch den Balken durch verkloppt. Ah.
klingt. Ein bisschen albern. Sie sind mitten in der Nation, wenn sie hier gerade verhauen werden. Ein bisschen albern. Mal hier rein. Aber der will nicht. Das ist ja ein dickes Ding. Nehmen wir mal den Aufzug, der wohl hingeht. Was haben wir denn hier? Ist den Aufzug übersehen? Das ist ja hier der Startpunkt, ja. Da geht's zurück. Hab ich ihn übersehen? Dieser war ja nicht oben, aber da habe ich den Hebel übersehen. Sehr verrückt. Sah hier gefährlich aus. Oh ja. Das wird doch scheiße. Ja, nur 10. Ja, was soll's. Go for it. Loretta, dann.
Hallo. Also ich hätte gedacht, jetzt reicht's aber. Jetzt mache ich noch eine Kombo. Ich hätte auch aufgehört, ein bisschen auf sie einfach drauf zu hauen, weil ich Bock hatte, tatsächlich da mit dem Konter noch ein bisschen rumzuprobieren. Ich glaube, ich hätte ein paar Mal noch einfach drauf prügeln können. Es wäre einfacher gewesen. Ich würde ganz gerne. Konter mache ich mir ganz gerne, auch wenn man jetzt hier mehrere Konter treffen muss, um einige Dinge halt zu bekommen. Das wollen sie jetzt nicht zu stark machen anscheinend. Ja, stimmt, sind sie ja wieder da. Da muss ich mich nicht mit abgeben. Keine guten Treffer hier. Mehr, Loretta. Sehr schön. Aber Distanz nicht. Vielleicht kann sie auch überhaupt nicht davon gucken. Bei manchen bringt es auch gar nichts, bei manchen Reitern leider. Das war auch ein bisschen geraten einfach. Komm schon noch Angriff. Das mach ich jetzt aber nicht schön. Es sagt dreimal irgendwas bringen, weil sonst braucht man es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Wenn man gar nichts davon hat. Wenn sie einfach normal einfach ausweichen, was einfacher ist und dann normal hauen. Die noch nicht so gut lesen, die Angriffe. Mal. Ich probiere es ein viertes Mal noch. So, kann sie echt schenken. Naja, dann halt nicht. Parieren ist halt einfach, macht mehr Spaß, ist auch cooler, aber wenn es keinen Vorteil hat, muss ich es auch nicht machen. Ja, ist mal gesessen.
Okay. Anderes Timing als der Einzelschuss. Nicht ausgewichen. Oh, 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 oh. Ein bisschen später. Hier. Ja, müssen wir die Parieren komplett sparen können. So ist viel einfacher. Aber das ist ein ganz netter Kampf. So, was wollte ich jetzt? Was? Noch die Sichel von Loretta mal anschauen, was darüber da geschrieben steht. Die hier da. Ich habe die bisschen geschwungener gesucht. Naja. Meisterlich gefertigte silberne Kriegssichel von Loretta, Hüterin und Ritterin des Halligbaums. Ursprünglich wurden diese Waffen der königlichen Leibgarde von Caria verliehen, aber jemand. Jemand drückt zu viele Knöpfe. Aber jemand hat den blauen Schimmerstein der Sichel durch reines Gold ersetzt. Reicht nicht ganz. Hier rum mal entfernen. Hier mit dem Aufzug fahren, was machen wir später? Wir gehen erstmal hier hoch. Gucken, was da noch so ist. Wie viel? Hab ich jetzt schon 6 Stück so oder davon? Krass. Finde ich nicht schlimm, aber. Bräuchte man eigentlich ein paar mehr Achte. Zu dem Zeitpunkt, wenn man die halt noch nicht kaufen.
Elphael, Stütze des Halligbaums. Oh ja, haben sie hier so Stützen gebaut? Fällt der sonst um oder wie? Oder ist das eher abstrakt, metaphorisch zu verstehen? Millicent! Freue mich immer so, jemanden zu sehen, wenn man kennt, ein freundliches Gesicht. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though, I am certain of a kinship between us. Okay, dann haben wir hier Mikella und Malenia, die beiden Geschwister und Millicent. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. There is something I must the will, the dignity. Ist Melania wird hier, Melania wird in der Nähe sein. Sehr schön. Das wird bestimmt ein großer Spaß. Moin Jungs. Mal strahlende Erdenbaumverteidiger. Mal meine ganzen Minen mal essen und mir eben eine Auflevelung gönnen. Wo ich an Essen denke. Ich muss mal was essen, ich habe Hunger. Mal genau angucken. Ist das ein anderer Wappenrock als ist ein anderer Wappenrock ja, als der von den Laendale-Rittern? Sieht halt ähnlich aus. Das Halligtree-Symbol, Halligbaum.
Geiler Sound, so ein Doppel-Crit. War es ja nicht der Crit, 2-0, dass sie verwundbar sind. Der Sound ist gut. Nehme ich. Die Hälfte von denen sind aber auch völlig verpennt, oder? Bringe ich gar nichts mit. Dreifache Lichtringe. Scheiß Zaubereien. Da fege ich meinen guten Steinschwertschlüssel auf. Bei meinem Avatar. Auf einmal nervt es ein bisschen. Oh. Geil. Nein, nein, nein. Okay. Nein, jetzt liegt mein Shit hier drüben. Lass mal die Sachen jetzt nicht da drüben liegen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
magische Selbstmordbombe, die er rausballert. Auf diesen Bögen vielleicht irgendwas ist. Oder dahinter. Hier sehe ich aber zumindest gerade nichts. War nichts mehr, da bin ich ja lang gegangen. Naja, können wir den erstmal abfangen, bevor die mir in den Rücken fällt. Besser den Links nur zu pullen. Habe ich nicht gedacht, dass das so weit reicht. Die ganze Zeit noch so ein Skarabäus hier rumflattern in der Nähe. Weil das einen gleich wegprügelt.
wo ich Torrent rufen kann, sonst komme ich da nicht hoch. Von hier aus muss ich denn da hin? Drüben irgendwie. Von habe ich hier noch eine Ebene höher? Vielleicht kann ich das mal genau anschauen. Da hinten war noch ein Eingang. Vielleicht gehe ich den auch erstmal eben ab, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist eine Sackgasse. Und dann haben wir die abgehakt. So ein Nebenraum, das ja auch bis nach oben geht. Ein bisschen mehr auf jeden Fall. Schon nach vorne gucken, was da so alles passiert. Keller Ritterschwert. Mikela, so. Das Mikela Ritterschwert. Ein Schwert der Diener Mikelas vom Halligbaum. Das Design stammt eindeutig von den Rittern Karias. War anstelle des Schimmersteins ist ein Bärenstein des Halligbaums in die Klinge eingelassen. Dieses Prachtstück wurde niemals einem Ritter verliehen. Ein Schwert ohne Meister ist kein gutes Omen. Ein Glaubensschwert. Mit 84 Blutverlust. Oh. Und dann darüber hüpfen. Okay, das ist ein anderer Weg dahin. Vielleicht auch der einzige Weg. Wie kommt man da auf das Dach? Man dahin? Ja, das behalten wir uns mal noch einfach hier offen. Von da drüben halt. So, da sind wir auch eben hochgeklettert. Da oben lang.
Von da hätten wir darüber gehen können. Ein alternativer Weg einfach. Wohl, geht's da lang? Wenn es da nicht durchgeht, dann müssen wir doch den hinteren Weg uns noch klar machen. Sehr witzig. Darüber komme ich in Fanatun wieder zurück. Da geht es auch darüber, ich glaube schon. Guck mal. Sehr witzig. Aufspringen oder hat man auch nichts von, oder? Auf der anderen Ebene war ich noch nicht, aber sonst. Das ist nur keine Pestbeule. Hör mal auf. Wie gesagt, hör auf. So, Schluck trinken. Super. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucke ich mal da unten weiter. Nach einiges zu erkunden. Da hinten gibt es auf die andere Seite. Machen wir auch noch. Ich habe ja markiert. Da war das Millicent. Ja, sieht gar nicht mehr so aus, als wäre irgendwie so viel zu tun. Obwohl, wer weiß, wenn es hier unten weitergeht, in die Außenbereiche vielleicht noch. Das kann auch locker dann ein, zwei Stunden sein. Aber vielleicht auch nicht ganz so lang. Ich denke immer noch, dass wir bald einen Boss sehen werden. Bin sehr gespannt. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.